Wir sind hier gerade jetzt bei Sophos am Messestand der ITSA und ich habe hier Herrn Riese neben mir und Herr Riese wird mir jetzt ein bisschen was über die Sophos Produkte erzählen. Herr Riese, erstmal zu Sophos, vielleicht für die Zuschauer, die Sophos noch nicht kennen, was ist Sophos eigentlich? Sophos ist ein ganzheitlicher IT-Security-Anbieter. Wir haben uns darauf spezialisiert, ganzheitliche Security-Konzepte für unsere Kunden anzubieten. Das geht vom Endpoint, von der Endpoint-Protection, Mobile Device Protection bis hin zu WLAN, Firewall-System und auch Verschlüsselung. Also wir sind in der Lage, das ganze Portfolio des Kunden zu bedienen. Also alle, sag ich mal, Problemzonen einer IT-Landschaft können Sie bewältigen. Sophos ist ja ein britisches Unternehmen. Wie sind Sie eigentlich in Deutschland aufgestellt? Das ist ja aktuell gerade ein bisschen in den Medien das Thema Virenschutz und Ausland und Geheimdienste. Wie sieht es da bei Sophos aus? Sophos hat den Ursprung als britisches Unternehmen, ganz klar. Unser Headquarter ist in Abingdon in der Nähe von Oxford. Aber Sophos hat auch einen starken deutschsprachigen Einfluss. Ja, durch die Akquisition von drei deutschen Unternehmen beispielsweise, die Firma Ultimaco, die vor einiger Zeit übernommen worden ist, die Firma Astaro, die auch von Sophos akquiriert worden ist und eben auch die Firma Dialox, ein kleines Unternehmen aus der Nähe von Dortmund, die sich mit dem Mobile Device Management sehr früh schon beschäftigt haben. Aber wir haben einen sehr, sehr starken, eine starke Ausrichtung auf den Dachbereich und eben auch einen sehr, sehr großen personellen Anteil im Bereich der Sophos. Wie sieht Ihre Zielgruppe aus? Also welche Unternehmen sind bei Sophos Kunde? Auch sehr, sehr vielfältig. Also wir können mit unseren Lösungen Kunden also sehr, sehr kleine Kunden bedienen, aber auch im Mittelstand beziehungsweise auch in den gehobenen Mittelstand bis hin zu Enterprise-Lösungen. Ja? Dadurch, dass wir ein sehr, sehr großes Produktportfolio haben, haben wir eben auch die Möglichkeit, auch bis in den Enterprise-Bereich unsere Kunden zu bedienen. Was sind so die größten sicherheitstechnischen Herausforderungen für Unternehmen aktuell? Sehr gute Frage. Wir stellen fest, dass Unternehmen sich mit dem Thema IT-Sicherheit vermehrt beschäftigen, aufgrund der aktuellen Bedrohungslage. Wir haben die Ransomware-Attacken, die natürlich allgegenwärtig sind, die sogar in die 20-Uhr-Nachrichten mittlerweile schaffen. Da müssen sich Firmen natürlich vor schützen. Aber IT-Sicherheit als ganzheitliches Thema ist auch bei den Unternehmen mittlerweile angekommen, ja? Dass man eben mit alleinigen Insellösungen nicht mehr das Schutzniveau erreicht, was notwendig ist, um die aktuellen Bedrohungslagen entgegenzuwirken. Sophos wirbt auch sehr mit Synchronized Security. Können Sie mal erklären, was hinter diesem Begriff steht? Synchronized Security ist unser Konzept, um unsere Einzellösungen miteinander zu vernetzen. Wir haben in der letzten Zeit vermehrt festgestellt, dass die Einzellösung, so gut sie auch sein mag und so gut sie auch konfiguriert sein mag, nicht ausreicht, um eben dem Kunden ein ganzheitliches Sicherheitsniveau zu erreichen. Ja? Das heißt, wir sorgen mit Synchronized Security dafür, dass unsere Komponenten miteinander kommunizieren und auch Informationen austauschen. Das einfachste Beispiel ist, dass unser Endpoint in der Lage ist, mit unserer Firewall zu kommunizieren. Und sobald der Endpoint beispielsweise eine Kompromittierung feststellt, einen Ransomware-Angriff beispielsweise oder einen sonstigen Virus auf dem System identifiziert, dann wird vollautomatisch die Firewall darüber informiert und kann Maßnahmen einleiten, wie zum Beispiel diesen Client direkt im Netzwerk zu isolieren. Das bedeutet, wir kaufen dem Administrator die Zeit, die er benötigt, um sich diesen Endpoint anzuschauen und verhindern gleichzeitig, dass dieser infizierter Endpoint in der Lage ist zu kommunizieren und beispielsweise schützenswerte Informationen nicht das Unternehmen verlassen können. Entstehen dadurch nicht neue, sag ich mal, Sicherheitsprobleme, dadurch, dass alle Systeme über eine zentrale Oberfläche verwaltet werden können? Wenn die gekapert wird, dann kann ich ja alles abschalten eigentlich. Ganz klar. Wir empfehlen unseren Kunden natürlich, sichere Passwörter zu verwenden, möglichst viele Stellen, möglichst mit Sonderzeichen. Wir sind aber auch in der Lage, eine Zwei-Faktor-Authentifizierung beispielsweise zu verwenden, um eben genau diese Themen zu adressieren. Sie haben völlig recht, ja? Wenn ich eine Konsole habe, dann muss ich diesen Zugang zu dieser Konsole natürlich besonders schützen. Sie vertreiben ja aktuell zwei Firewall-Typen, einmal die UTM, einmal die XG. Können Sie mal erklären, was so die Unterschiede sind und was vielleicht die Vorteile des einzelnen Produkts sind?
Die Sophos UTM aus der ehemaligen Astaro-Akquisition ist seit Jahren am Markt etabliert. Über die Jahre ein sehr, sehr großes Feature-Set ist angewachsen. Ja, viele Kunden nutzen es, setzen es auch immer noch ein. Ist letztendlich die berühmte eierlegende Wollmilchsau. Ja, also wir versuchen, unter einer einfach zu managenden Oberfläche möglichst viele Funktionalitäten zu vereinen, weil eben auch der kleine und mittlere Kunde den gleichen Anforderungskatalog benötigt wie ein Großkunde. Ja, weil eben IT-Sicherheit vor der Unternehmensgröße nicht Halt macht. Und die Sophos UTM ist eben in der Lage, viele, viele, viele Funktionalitäten sehr, sehr einfach managebar zu machen. Unsere Next Generation Firewall, die XG Firewall hingegen, ist als klassische Next Generation Firewall konzipiert. Das heißt, wir haben hier ganz klar den User in den Fokus gesetzt und sind in der Lage, anhand des User-Objekts sämtliche Security-relevanten Einstellungen umzusetzen. Sei es, dass der User mit seinem Notebook im Unternehmen unterwegs ist oder aber auch, wenn er wieder mit seinem Mobiltelefon im Unternehmensnetzwerk surft. Und die XG Firewall hat den Fokus auf userbasierte Applikationskontrolle und Firewalling und wurde schon in den vergangenen Jahren massiv um Funktionalitäten auch der UTM erweitert. Ja? Unser Ziel ist es eben, die XG Firewall was den Funktionsumfang angeht, auf das Niveau der UTM zu heben und eben zusätzlich noch mit Synchronized Security die Mehrwerte für unsere Kunden zu implementieren. Das heißt, Synchronized Security ist mit der UTM nicht möglich und wird auch nicht möglich sein? Korrekt. Also die Heartbeat-Funktionalität, die ich gerade beschrieben habe, dass der Endpoint mit der Firewall kommuniziert, wird es für die UTM nicht geben. Die wird ausschließlich unserer XG Firewall vorbehalten sein. Ja. Welche Gründe, sag ich mal, sollten Admin haben, um auf die XG zu migrieren? Oder wann, sagen Sie, sollte man migrieren? Sehr, sehr spezielle Frage. Es kommt immer genau auf die Kundensituation an. Welche Funktionalitäten nutzt der Kunde aktuell? Nutzt er wirklich alles der UTM? Nutzt er nur Teilbereiche? In den wenigsten Fällen gibt es mit der Version 17 von der XG Firewall, die jetzt released wird, Ende des Monats Oktober, gibt noch sehr, sehr wenige Use Cases, wo der Kunde eher auf die UTM setzen sollte. Ja? Also es gibt wirklich kaum noch funktionelle Unterschiede. Deswegen ist meine Empfehlung, Kunden, die zukunftsorientiert sind, sollten sich mit dem Thema XG Firewall beschäftigen. Also auch bei einer Neuanschaffung gehe ich mal davon aus, würden Sie eher sagen XG und keine UTM mehr? Absolut, genau. Gibt es da auch mittlerweile schon die Möglichkeit, die Konfiguration zu exportieren und auf der XG zu importieren? Es gibt aktuell eine Möglichkeit, Konfigurations-Backups der UTM in XG Firewall-kompatible Backups zu konvertieren. Es ist aktuell noch in der Beta-Phase, ich muss eigentlich sagen Alpha-Phase, weil es ausschließlich für uns intern zur Verfügung steht. Wir arbeiten aber an einer Lösung, die im ersten Quartal des nächsten Jahres zur Verfügung stehen soll, wo also Kunden dann auch und auch Partner vor allen Dingen in der Lage sein werden, Konfigurationen ihrer Kunden zu migrieren. Steht schon ein Supportende der UTM, ist das schon bekannt? Nein, ist es nicht. Also der Kunde kann weiterhin die UTM erwerben und auch mit Supportverträgen ausstatten. Der Markt wird es zeigen. Wir haben keine Pläne, die UTM abzukündigen, weil es ein sehr, sehr gutes, etabliertes Produkt ist, was sich auch insbesondere im deutschsprachigen Raum sehr gut verkauft. Aber wir wollen natürlich dafür sorgen, dass die XG Firewall so gut ist, dass vermehrt Kunden einfach auf die XG Firewall wechseln. Und dann wird der Markt entscheiden, ob wir die UTM weiterentwickeln oder ob wir dort ein End of Life bekannt geben. Sie sind ja auch Experte, sag ich mal, in Sachen Cloud Security. Wann würden Sie die Nutzung einer cloud-basierten Security-Lösung empfehlen? Insbesondere dann, wenn ich als Unternehmen verteilte Standorte habe. Wenn ich also viele verteilte Standorte habe, die ich mit Konfigurationseinstellungen und Policy-Updates versorgen muss, dann macht eine cloud-basierte Lösung Sinn. Wenn ich große Standorte habe mit vielen Mitarbeitern, wo ich On-Premise-Lösungen hoste und bevorzuge, da macht dann wahrscheinlich eher die On-Premise-Lösung Sinn. Ja. Thema auf der ITSA war ja auch Machine Learning in den Vorträgen, in den Panels von Sophos. Welche Rolle spielt bei Sophos Machine Learning? Machine Learning spielt in der automatisierten Erkennung von Bedrohungsszenarien eine große Rolle und wird zukünftig immer wichtiger werden. Wir haben mit InterceptX eine Lösung am Markt, die zukünftig von Machine Learning Technologien profitieren wird.
Hintergrund ist der, dass man mit Machine Learning Technologien einfach sehr viel schneller und durch weniger manuellen Signaturen und Merkmale von Bedrohungen erkennbar machen kann und die eben nutzen kann für unsere Kunden. Wir sehen aber ganz klar Machine Learning nicht als alleinige Technologie, die in der Lage sein wird, Kunden zukünftig umfassend zu schützen. Wir sehen das als einen Bestandteil einer Security-Strategie und deswegen haben wir das eben in unser Intercept X-Produkt integriert. Wichtig ist uns aber ebenfalls, dass die signaturbasierte Erkennung noch weiterhin ihre Vorzüge hat, weil es einfach sehr, sehr schnell funktioniert, weil ich durch wenig ressourcenintensiven Einsatz eben die Bedrohungen erkennen und umsetzen und verhindern kann, deren Auswirkungen verhindern kann. Aber Device-Control, Applikationskontrolle, Verschlüsselung sind weiterhin wichtige Themen, die auf dem Endpoint umgesetzt werden müssen. Machine Learning nur ein Bereich, ein Teilaspekt in der ganzheitlichen Security-Strategie. Wir haben das Thema ja gerade schon angerissen, zwecks Geheimdienste. Also aktuell hat ja der CEO von Symantec sich gewünscht, dass die US-Behörden ein bisschen weniger in den Quellcode schauen. Kaspersky war aktuell jetzt in den Medien. Kunden, die Befürchtungen diesbezüglich haben, sind die bei Sophos gut aufgehoben? Können Sie den Kunden, sag ich mal, Hoffnung machen? Wir haben eine ganz klare No-Backdoor-Policy, die auch auf unserer Homepage einsehbar ist, sophos.com/no-backdoors. Da gibt es ein Statement von uns, dass wir keinerlei Hintertüren für Geheimdienste oder sonstige staatliche Organisationen zur Verfügung stellen. Natürlich arbeiten wir in Teilbereichen auch mit den Behörden zusammen, ganz klar. Aber wir stellen keinen unwissenden Zugriff auf unsere Kundensysteme zur Verfügung, ganz klar. Thema Ransomware war auch jetzt wieder in den Medien über langen Zeitraum und natürlich auch Dauerthema bei den AV-Herstellern. Was tut Sophos konkret, um den Kunden vor Ransomware zu schützen? Ransomware ist ein allgegenwärtiges Thema und wird uns wahrscheinlich zukünftig auch noch weiter beschäftigen. Wir haben eine Lösung am Markt, die ich schon genannt habe, Intercept X. Das Intercept X-Produkt hat eine Komponente integriert, die wir CryptoGuard nennen. CryptoGuard ist eine Technologie, die in der Lage ist, bisher unbekannte Ransomware anhand des Verhaltens zu erkennen. Das heißt, sobald ein von uns bisher nicht bekannter Prozess sehr schnell sehr viele Dateien verändert, ja, mit bestimmten technischen Merkmalen, dann sind wir in der Lage, diesen Prozess zu beenden. Und gleichzeitig gibt es die Möglichkeit, die bereits veränderten Dateien auf den Ursprungszustand wieder herzustellen. Ja, das heißt, wir schützen unsere Kunden damit vor unbekannter Ransomware und sind gleichzeitig in der Lage, bereits veränderte Dateien, verschlüsselte Dateien auf den Ursprungszustand wieder herzustellen. Intercept X, das ist ein einzelnes Produkt. Kann ich das auch einsetzen, wenn ich zum Beispiel einen anderen AV-Hersteller schon im Hause habe? Absolut. Intercept X ist ein Produkt, was nicht gleichzusetzen ist mit einem klassischen Malware-Scanner, sondern Intercept X ist ein Produkt, was eben diese Ransomware-Abwehrtechnik, die ich bereits genannt habe, integriert, aber eben auch mehr auf die Exploit-Prevention setzt. Das heißt, Einbruchstore schließt, die genutzt werden, um eben Schadcode auf infizierten Systemen auszuführen. Intercept X kann neben anderen Malware-Scannern parallel betrieben werden, weil es eben keinen klassischen On-Access-Scan bietet. Wir empfehlen natürlich, das Ganze in Kombination mit Sophos-Produkten zu setzen, um sich perfekt zu ergänzen. Wunderbar, Dankeschön. Social Engineering wird auch immer eine größere Bedrohung für Unternehmen, Admins oder auch IT-Abteilungsleiter wissen oftmals nicht, wie sie damit umgehen sollen mit dieser Bedrohung, weil Mitarbeiter oftmals auch schwierig sind zu schulen. Was empfehlen Sie denen? Awareness ist wichtig. Mitarbeiter müssen über aktuelle Bedrohungsszenarien informiert werden, damit sie entsprechend handeln können. Es ist schwer für den klassischen Mitarbeiter in einem Unternehmen, der nicht allgegenwärtig mit IT und IT-Sicherheit zu tun hat, legitime E-Mails von Phishing-E-Mails beispielsweise zu unterscheiden. Die Fischer werden auch immer besser. Ja, also es ist wirklich auch für Profis mittlerweile schwer, legitime E-Mails von Phishing-E-Mails zu unterscheiden. Deswegen ist Awareness ganz, ganz klar wichtig. Wir haben ein Produkt im Portfolio, das nennt sich PhishThreat, mit dem wir es Unternehmen einfacher machen, derartige Awareness-Kampagnen auch umzusetzen im Unternehmen. Ja, das heißt, wir haben die Möglichkeit, Phishing-Attacken zu simulieren, Mitarbeitern E-Mails zu senden, die dazu führen sollen,
Informationen preiszugeben oder auf einen Link zu klicken. Und sobald Mitarbeiter dort draufgeklickt haben, haben wir die Möglichkeit, dann Schulungsmaßnahmen auch effizienter für genau diese Mitarbeiter zur Verfügung zu stellen. Schönes, wichtiges Thema, ganz klar, Awareness als ein Bestandteil in einer ganzheitlichen IT-Security-Strategie. Wunderbar, abschließende Frage, warum sollten Unternehmen sich für eine Lösung von Sophos entscheiden? Jetzt können Sie mal ein bisschen Werbung machen. Sophos ist als einziger Hersteller in der Lage, ganzheitliche IT-Sicherheit für Kunden anzubieten. In den relevanten Gartner-Quadranten sind wir rechts oben einsortiert als Leader in den Bereichen Endpoint, Firewall, Mobile Control und Verschlüsselung. Also alle die Kernthemen, die eigentlich jedes Unternehmen betreffen. Sophos ist dadurch in der Lage, nicht nur ganzheitlichen Schutz zu bieten, sondern mit Synchronized Security auch in der Lage, dass die Einzelkomponenten voneinander profitieren. Informationen werden ausgetauscht und so können automatisiert auch auf bisher unbekannte Bedrohungsszenarien reagiert werden. Ja, das ist ein entscheidender Vorteil, den in der Form kein anderer Sicherheitsanbieter leisten kann. Dadurch sind wir eben in der Lage, ganzheitlichen Schutz zu bieten und zusätzlich ist das Management integriert. Mitarbeiter müssen nur noch auf einem System geschult werden, Partnerunternehmen müssen nur noch Mitarbeiter auf einen Hersteller zertifizieren lassen. Ja, es gibt extreme Vorteile, sowohl für den Endkunden als auch für Partnerunternehmen. Gut, vielen Dank und noch eine erfolgreiche Messe. Vielen Dank. Das war die ITSA 17 bei Kurs of You Tech. Wer mehr über die ITSA und die Security-Themen wissen möchte, geht einfach auf itsa17.kursofyou.com. Ansonsten ein Abo dalassen, schadet natürlich auch nicht. Bis zum nächsten Mal, wir sind hier raus. Come on.